So, hallihallo, liebe Horizon-Freunde. Ich probiere es wieder mal mit einem Race hier. Stufe Gold, also das goldene Festivalband. Und möchte in diesem Video ganz kurz wieder mal über die Freundesliste quatschen. Jetzt schreiben wir uns hier zuerst mal ein. Was noch? R2. R2, das ist wieder was Heftiges da für mich. Da bin ich wieder wahrscheinlich maßlos überfordert, aber schauen wir mal, was haben wir in R2? Ich meine, Aston Martin hier. Was war das schon wieder, oder wie? Wie viel Kohle haben wir denn? 4 Millionen. Na, dann werden wir uns ein neues Auto kaufen, weiß wurscht ist. Ja, die Freundesliste. Ich habe jetzt vor kurzem mal wieder massiv ausgemistet. Ich hatte ja 100 Freunde. 100 Freunde, ich habe 100 Freunde. Ui, was gibt's denn da? Was ist denn das für ein Auto? Ein Venom? Ferrari. Was ist denn das? Ultimate Aero. Sagt mir gar nichts. Ja, das Auto nehme ich mal, weil das sagt mir wirklich gar nicht. Was kostet der Kübel? 1 Million habe ich hier mit dem SSC. Wow, schaut scharf aus, oder? Welche Farbe verpasst man ihm denn? Das Grau schaut gar nicht gut aus. Blau ist mir zu dunkel, hat eine freie Sicht. Was nehmen wir denn da? Ach, das Lila, das ist scharf. Den nehmen wir. So, ja, Freundesliste ausgemistet. Wie gesagt, von 100 Leuten bin ich jetzt gerade runter auf knappe 50. Und das Ganze hat einfach einen Grund. Ich hatte so viele Leute drinnen, mit denen ich wirklich nichts am Hut habe. Beziehungsweise hatte ich natürlich schon mal, haben mir dann gezockt, vielleicht irgendwann einmal. Aber ich will einfach nur mal die Leute drinnen haben, mit denen ich wirklich ständig oder laufend spiele, sprich, die ich auch locker mal einladen kann, die schnell mal ja mitmachen und so. Und ja, ich möchte einfach die Übersicht haben. So, mal schauen, was da weitergeht. Also bitte nicht böse sein, wenn ihr rausgeflogen seid. Das hat jetzt nichts mit euch persönlich zu tun, sondern einfach nur mit den. Also ich bin die Liste durchgegangen und wenn mein Name so jetzt nichts spontan gesagt hat, dass man sich erinnern könnte, wir jetzt haben vor kurzem gespielt, seid ihr einfach rausgeflogen. Das macht aber nichts, bitte, denn wenn ich ein Event starte, so wie es jetzt am Dienstag oder wie es jetzt laufen ist, das war mit Konzentration statt. Wow. So wie es halt laufen ist, dass ich irgendwelche Battlefield oder sonstige Events mache. Oh, der zieht ab. Poste ich das natürlich auf Facebook. Es wäre also vorteilhaft, wenn ihr mir auf Facebook folgt. Facebook.com/bitwalker.at. Dort kündige ich natürlich diese Sachen an. Und ich handhabe das so, dass mir Leute einfach dann kurz vor dem Event einfach eine Nachricht schreiben, also über Xbox Live. An Bitwalker eine Nachricht schreiben. Oh, scheiß mich an. Das Fahrzeug habe ich voll unter Kontrolle. Dann lade ich sie natürlich ein. Uah. Da bin ich letzter. Ja, das wird auch so bleiben wahrscheinlich. Also wenn ich so wenig Gas kann ich gar nicht geben, dass die Räder nicht durchgehen. Vielleicht muss ich einfach früher schalten. So ist eher sonntagsfahrtmäßig. Ja, wie gesagt, so wäre das. Also bitte mir einfach da auf Facebook folgen. Oder auf Twitter. Twitter nennt man mich Bitwalker. Facebook eben bitwalker.at. Das ist die Fanpage. und dort poste ich immer, beziehungsweise lege ich Veranstaltungen an. Und dann seht ihr, wenn was los ist. Ja, das Race ist wieder mal mehr als peinlich. Also mit der R2-Klasse komme ich überhaupt nicht klar. Ist auch ein bisschen ein Grund, warum Horizon so ein bisschen brach gelegen ist jetzt in letzter Zeit, weil ich einfach ja, keine Kontrolle über die Fahrzeuge habe, ihr seht es. Ich muss ja R2 fahren, was soll ich machen? Aber meilenweit weg. Ich komme nicht mal annähernd nach. Ja, vielleicht muss ich das Race nur 30 Mal starten, bis Horizon wieder sagt, ich mache es ein bisschen lockerer, damit Bitwalker auch hinterher kommt. Aber sieh die Baff wieder wo dagegen. Wo ich jetzt ein bisschen hinten rankomme. Wahnsinn, ich kann. Ich brauch's nur berühren. Baff!
und die Räder gehen durch. Ich drücke den Stick, das rechte, vielleicht nur einen Zentimeter, nein, nicht einmal einen halben Zentimeter rein und schon gehen die Räder durch. Ja, wie gesagt, Freundesliste, das ist, ja, da sind wirklich die Leute drinnen, mit denen ich regelmäßig und viel zocke. Alles andere bitte einfach per Xbox Live Nachricht und dann könnt ihr auch, ihr braucht mir auch keine Freundschaftsanfragen schicken, sorry, muss ich auch leider einfach regulär ablehnen, also einfach ablehnen, weil ich einfach nicht weiß, wie mich nehmen sollte, sprich, wenn wir regelmäßig zocken und ihr gefällt mir von der Art und Weise, weil ihr euch entsprechend verhalten könnt und so weiter, dann werde ich euch entsprechend in meine Freundesliste aufnehmen. Wie viele Runden muss ich denn fahren? 200 oder so. Und wieder gegen die Wand geknallt, oder? Ja, nicht einmal. Und die Räder gehen wieder durch. Mal früher schalten da. Eieiei. Also Horizon, das fordert mich schon komplett. Ich weiß nicht, wie die Leute damit klarkommen. Ich wüsste auch nicht, wie wenig, dass ich bremsen sollte, dass die Räder nicht blockieren. Obwohl ich ABS eingeschalten habe, glaube ich. Also ABS ist ja die einzige Fahrhilfe, die ich wirklich aktiv habe. Und trotzdem fühlt sich das Auto auf, wie wenn kein ABS drinnen wäre. Das Race habe ich übrigens schon etliche Male neu gestartet. Also jetzt mit diesem Fahrzeug noch nicht und jetzt in dieser Session, wo ich hier aufnehme, noch nicht, aber ich habe schon früher probiert, hier erfolgreich zu sein und nö, keine Chance. Ich wüsste auch wirklich nicht, wie ich es machen sollte. Gefällt mir nicht, gefällt mir gar nicht. Jetzt habe ich übrigens auf YouTube die Statistik so ein bisschen beobachtet und auch gelesen, dass YouTube da ein bisschen was immer mit der Statistik herumgeschraubt, verbuggt hatte. Ich habe jetzt an die ein Drittel an Views in den letzten Wochen verloren. Dabei fällt mir jetzt gar nicht auf, dass die einzelnen Videos wenig Views haben, und die haben sowieso relativ wenig Views und da bekomme ich immer Nachrichten, ja, Bitwalker, du hast zu wenig Views und bla bla bla. Ja, was soll ich machen? Ist halt so, regt mir nicht auf, was soll ich denn tun? Die einzigen Videos, die wirklich regelmäßig ziehen, also regelmäßig sagen wir so, halt, die halt immer wieder mal über 100 Views oder 200 Views kommen, sind die Battlefield-Videos, spannenderweise. Und ab und an auch die Forza 4 oder Forza Horizon geht auch. Halo 4 habe ich ja aufgehört. Spiele ich jetzt für mich alleine weiter. Und ich muss sagen, es ist mal ein tolles Gefühl, ein Game für sich alleine zu spielen, ohne dass man jetzt quatschen muss nebenbei. Dass man sich wirklich voll drauf konzentrieren kann. Und gerade Halo auf Legendär. Ich bin jetzt relativ ziemlich nah am Schluss, im 8. Kapitel. Also das Game ist bald vorbei. Boah, alter Schwede, ist das zäh, bist du deppert, also da ist es wirklich so ein Treffer und Flap, gehörst du der Geschichte an, also da bin ich sogar fast ein bisschen froh, dass ich das Ganze in Ruhe spielen kann und da nicht großartig kommentieren muss. Also Halo ist rausgefallen, Dishonored habe ich auch gelassen, hat auch keinen Schwanz interessiert, ja, wollte kein Mensch schauen, ja, ist so schade, die sicher ist, wenn einige schreiben, ja, mich hat schon interessiert und bla bla bla. Ja, ist in Ordnung, aber wenn ein Video 30 Views hat, sorry, dann ist mir das die Arbeit mittlerweile nicht mehr wert, muss ich schon sagen. Habe ja auch teilweise Kritik bekommen, muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Allerdings, muss ich sagen, so getroffen, probieren wir nochmal, mal starten. So getroffen, dass ich wirklich mal drüber nachgedacht habe. Ich habe wirklich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Videos rausgeschossen. Hatte eigentlich damit zu tun, dass ich, als ich YouTube-Partner wurde, also dass ich Partner werden konnte, musste ich an die 200 Videos löschen. Also ich hatte vorher schon 800 Videos und dann hatte ich nur mal 600 und irgendwie wollte ich das wieder auffüllen. Und irgendwie bin ich in den Drang, was machst du da? In den Drang reingekommen, dass ich wirklich jedes Game, also alles, was ich spiele,
gespielt habe, wirklich aufnehmen musste irgendwie. Das war schon fast eine Sucht, muss ich sagen, dass ich wirklich nicht mehr spielen konnte, ohne dass ich das recorded habe. Und dadurch ist vielleicht ein bisschen viel Schrott auch rausgegangen. Also wirklich nur Laber, beziehungsweise nur reines Commentary, obwohl das ja eigentlich Let's Play ist, oder wenn ich über das Spiel oder mit dem Spiel quatsche oder so. Na, egal, wie auch immer. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder ein bisschen weniger zu machen, beziehungsweise nur so wie jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ein Thema habe, was mir am Herzen liegt, was ich an euch weitergeben will, dass ich dann ein Video mache von einem Game. Ja, also es kann jetzt dann leicht sein, dass bei Far Cry 3 zum Beispiel einfach weiterspielen in der Story, wenn ich alleine bin und ihr dann eben nur Ausschnitte davon zu gesehen bekommt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Oder mal schauen, wo wir die hinschalten. Rauf, runter, links, rechts, ne, passt schon. Schreibt es mir einfach mal hier unter dieses Video rein, ob das vielleicht eine Option ist, die dann passen würde. Denn, ja, ihr habt mir zwar auch mal geschrieben, ja, euch gefällt das so, wenn ich da das live kommentiere und so viele Videos kommen. Ja, nur ich merke es bei den Views, es interessiert mich wirklich überhaupt keinen, ja. Weil es nutzt mich auch nichts, wenn ihr jetzt mir schreibt, ja, ich hätte das gern so und ihr schaut die Videos dann nicht, ja. Ich meine, das ist so, wenn ich sage, ja, ich will gern Umwelt schützen, fahre trotzdem jeden Tag mit dem Auto die 20 Meter in die Firma, um nicht ein bisschen zu Fuß gehen zu müssen, ja. Das widerspricht sich einfach. Also, entweder fleißig die Videos schauen oder eben ja, ein bisschen auf was verzichten. Ja, auch Geldgeilheit wurde mir da irgendwie vorgeworfen, das hat sich wieder ein bisschen relativiert, denn wer YouTube-Partner ist und weiß, was man da verdienen kann oder verdient, in meiner Größenordnung, der wird wissen, wenn ich es wegen dem Geld machen würde, dann hätte ich schon längst aufgehört, ja. Also, diese paar Euro, die man da vielleicht abstauben kann, die sind nicht einmal ein Tropfen auf irgendeinem Stein, nicht mal auf einem lauwarmen Stein und nicht mal auf einem kalten Stein. Das ist genau nichts. Das ist für A und F eigentlich. Das ist den Aufwand nicht wert. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man Partner ist, wenn man sich da ein bisschen leichter tut mit den Lizenzen und dergleichen, dass man sich um einige Dinge nicht kümmern braucht. Aber das war es auch schon wieder, ja. Also wenn einer meint, man kann eine große Kohle machen und er möchte deshalb YouTube anfangen, knickt es, vergesst es, da geht zu viel Zeit drauf für das, was da rauskommt. Geht ihr normal arbeiten, verdient ihr etliches mehr. So, jo, so schaut's aus, gell? Wenigstens bin ich mein Letzter, ich bin Vorletzter. Hui, zur Freude. Trotzdem chancenlos. Aber die Kiste ist auch schnell, ist ja unglaublich, gell? Die pfeift voll weg da. Trotzdem habe ich keine Chance, ich komme nicht hinterher. Man, hinterher komme ich mittlerweile schon, aber ihr seht es. Von überholen braucht man nicht reden. Ja, und unter Kontrolle habe ich die Kiste sowieso nicht. Und die geht nur durch, geht nur durch. Einfach früher schalten, eindeutig. Ja, so ist eben der Stand der Dinge momentan. Also wie gesagt, erschrocken bin ich bei dem extremen Einfall, bei dem extremen Rückgang von Views. Zuerst war ich irgendwas so bei, schon wieder dieselbe Ecke da. Einfach schade irgendwo, ja. Aber gut, so ist es halt. Da muss man durch als großer YouTuber. So, es geht in die letzte Runde. Und ich bin momentan noch nicht letzter, das freut mich. Vielleicht wird es doch ein bisschen besser schon langsam, wenn ich so öfters fahre da. Weil irgendwie muss das Rennen auch zu gewinnen sein. Ja, ich weiß schon, es ist ein Goldband-Rennen. Das ist halt schon ein bisschen die gehobene Klasse. Was ich nur so abkacke, das ist ja... jetzt lass mich aber vor, da wo bin ich? Was am Platz geht denn da überhaupt?
Platz 4 bin ich, das ist ja eh schon mal nicht so schlecht. Wahnsinn, wie das Auto abgeht. Das ist ein Wahnsinn. Kann man nicht mal ein bisschen Gas geben? So, hier im sechsten Gang gehen die Räder durch. Das ist ja wohl lächerlich. Was mit der Karosseriebremse? Ich bin traurig, dass es wirklich funktioniert. Jetzt bin ich gleich wieder Letzter. Soll ich nochmal starten? Nee, das gefällt mir nicht mehr, oder? Das können wir jetzt lassen. Das, was ich euch sagen wollte, habe ich euch gesagt. Fünfter Platz, ja. Pfeifen wir drauf, was soll's. Ein paar Credits sind es auch wieder. Jo, somit sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim Finalrennen irgendwann vielleicht. Oder vielleicht mache ich noch ein, dazwischen noch ein anderes Rennen. Ja, schauen wir mal. Also denn, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.